So, das sogenannte Uthos-Phänomen und meine persönlichen Erfahrungen damit. Erstmal zu dem Begriff Uthos-Phänomen. Den Begriff habe ich aus einem Gespräch von der MS Live Hotline erfahren, dass das so heißen würde, dieses sogenannte Uthos-Phänomen. Übrigens ist ja die MS Live Hotline auch subventioniert von der Firma Abunex. Und ja, jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen Thema. Wie ich schon im ersten Video gesagt habe, war mein einer Schub in der rechten Seite, das heißt im Bein, sowohl auch im Arm, beziehungsweise speziell in der Hand. Und bei so einem Wetter, wie wir es jetzt momentan haben, wenn wir teilweise sogar wirklich Minusgrade haben und nicht dann in die Wärme, also sprich nach Hause oder sonst irgendwo hinkommen, dann merke ich speziell in der Hand, wie das immer noch so leicht kribbelt. Also so wie damals das auch bei dem Schub war. Und das ist bei mir wirklich auch nur speziell die Hand, bei der das so ist. Das war auch die, die noch so ein bisschen nachgekribbelt hat, nachdem ich damals meine Dosierung mit Cortison die Woche lang bekommen hatte. Und ja, das bleibt aber auch maximal wirklich vielleicht ein, zwei Stunden und ist dann daraufhin auch wieder weg. Was bei mir persönlich auch meist ist, ist, nachdem ich mein Abunex Pen eingenommen habe, am Sonntag, mache ich das meist immer, dann habe ich immer am Folgetag darauf das Problem, dass meine Hand auch wieder so ein bisschen kribbelt. Aber ob das jetzt unbedingt eine Verbindung sein muss, ist auch fraglich. Ja, das ist das sogenannte Uthos-Phänomen, sprich wenn betroffene Körperteile, die mal von einem Schub betroffen waren, wieder anfangen zu kitzeln. Also mir wurde damals auch an der Hotline gesagt, wenn das nur halt eben kurzzeitig ist, dann ist das halt so ganz normal. Aber wenn das länger anhält, dann sollte man das halt, dann könnte eben dies auch schon ein sogenannter Schub wieder sein. Also wenn das wirklich länger als ein, zwei Stunden dauert, dann am besten doch den behandelnden Arzt kontaktieren. Ja, und sollte sich noch irgendwas mal ergeben an Videos oder an Fragen, werde ich natürlich noch in der kommenden Zeit wieder was posten. Bis dahin.